Ja, ich bewege mich heute weiter mit dem Boden, zumindest die Hälfte, die andere Hälfte habe ich schon ab. Die sah ja ganz gut aus, die vorne. So, jetzt habe ich die mittlere Platte abgenommen. Und zwar waren hier drauf anscheinend früher das Bett vom RKI befestigt. Und wie ihr seht, das ist, ich weiß nicht mal was für Platten. Und diese Platte, die wurde extra da reingeschweißt. Der Rest, ja klar, hier ein bisschen Rost halt, ne, aber das ist alles oberflächlich. Das kriegt man alles sauber. Also wir haben eine gute Substanz mit ein paar kleinen Schwächen, aber ist okay. So, ich habe mich entschieden, diese Platte kommt jetzt raus, weil die ist sowieso zusätzlich. Und ihr seht, hier sind schon Löcher drin. Ne? Die will ich nicht haben. Das heißt, raus damit, raus mit der Platte. Die Platte muss ich mir genauer mal angucken, weil die sieht noch ganz gut aus. Ja, sonst, der Rahmen sieht echt gut aus. Also im Grunde genommen, es lohnt sich, das Fahrzeug zu restaurieren. Es sind wirklich nur Karosserieschäden, keine Rahmenschäden. Und das ist easy. Das finde ich gut. So, jetzt noch das letzte Stück da raus und dann ist der Boden komplett raus. So, jetzt einmal alle Stöpsel abflexen, sauber machen und fertig. Also das sind so 5 mm Bleche und ihr seht, das ist durch die Halterung. Also, so dafür habe ich jetzt hier Platz, kann das schön sauber machen und ich bin ja nicht darauf angewiesen, mehr Gewicht mit mir rumzufahren. Also, das ist total unnötig, finde ich. So, ein paar Kleinigkeiten habe ich entdeckt, wie zum Beispiel hier vorne. Da seht ihr quasi, das ist durchgerostet. Von unten ist schon ein Blech. So ein dickes Blech war, haben die von unten, damit der Sitz hier anscheinend oder sonst noch was befestigt werden kann. Und exakt da, wo diese Bleche zusätzlich sind, entstanden die ganzen Löcher. Weil da die Feuchtigkeit einfach sich sammelte und man hat es nicht behandelt. Also zwischen den Blechen. Egal, ich bin soweit durch. Stimmt nicht, ich muss heute noch Fettbänder bestellen, die sich quasi auf den Rahmen legen und dann das Holz da drauf. Heute bestellen. So, wir haben unser Möglichstes getan, um das vom Staub zu befreien. Das hätte ich natürlich echt schwierig. Der sammelt sich von einer Ecke direkt in die nächste. Zum Glück ist der Boden weg und es kann alles runter. So, jetzt aber will ich ja die Stellen, die ich hier schon angeschliffen habe, da das Ganze, damit es nicht weiter rostet, einmal mit Brunox einmal aufsprühen, besser gesagt zwei Schichten wenigstens. Ja, jetzt kommt die unschönste Arbeit, das Ganze sauber machen. Dann nehme ich einfach einen Silikonentferner, werde die ganzen Stellen einsprühen, ja, reinigen, soweit es möglich ist und ja, Brunox erstmal auftragen. Heute geht es weiter und zwar will der Fred heute mal ein bisschen mehr Raum bekommen. Seit Tagen denke ich darüber nach, ob diese Trennwand, ich habe hier die obere Hälfte schon raus, ob die drinnen bleibt oder nicht. Ja, und jetzt kam ich endlich zum Entschluss, es muss raus. So, ich habe hier schon, wie ihr seht, vorbereitet und zwar habe ich hier so einen Malerteppich einmal ausgebreitet. Denn beim Flexen müsst ihr immer daran denken, wenn ihr Flex und Scheiben in der Nähe sind. Von Flex, diese kleinen Metallstückchen, diese heißen,
ne, die Funken, sag ich mal, aber das sind ja Metallstückchen, die fliegen hier durch die Gegend. Und wenn die auf die Scheibe kommen, dann wird die Scheibe quasi eingebrannt. Dadurch wird die milchig und dann müsst ihr die komplette Scheibe austauschen. Also sorgt vor immer, entweder die Türen auflassen oder zumindest die Frontscheibe immer schön abhängen. Ja, jetzt räume ich da nur noch ein Stückchen auf und dann kann die Trennwand raus. Oh, ich habe einen neuen Boden. Oh, sieht das geil aus. Schaut das nicht direkt viel geiler aus? Viel größer und... Oh. Okay, das war die perfekte Entscheidung. Also hier ist es komplett angerostet. Das ist eine Halterung zu dieser Einstiegsstufe. Ja, hier diese Einstiegsstufe bei der Schiebetür. Ja, und die ist durchgerostet, weil hier von oben ist einfach ein offenes Loch. Das heißt, da wo man einfach Feuchtigkeit reinspritzt und Dreck. Ja, und dementsprechend, wenn es verstopft ist, hier daneben ist sogar schon auch nach innen durchgerostet. Bei dieser Stufe haben wir genau so ein Loch jetzt freigerubbelt. Man sieht, da unten, da, das ist diese Halterung der Träger. Und aktuell sieht er so aus. Ja, also hier Seite okay. Und dann fängt es an und von der Seite ist es halt einfach durch. Also sowas Dummes ist im Grunde genommen, ne? Stell dir vor, ein Rohr gucken zum Reifen. Da soll das Wasser reinfließen und unten raus. Nur wenn das Rohr hier mit der Erde zugestopft ist, Gammelpunkt. Naja, anscheinend normales Problem, würde ich mal einschätzen. Ja, um das Loch herum habe ich jetzt soweit sauber gemacht, wie weit ich komme und konnte. Von unten sieht es jetzt auch schon mittlerweile ganz gut aus. Also da sieht man, hallo, da guckt man durch. Oh, ich bin dreckig wie eine Sau, aber egal, ist halt Arbeit. So, ich habe die Schrauben aufgeflext, anders ging es nicht, ey. So, und jetzt hoffe ich, dass ich das einmal runterbekomme. Boah, Alter! Und da ist das. Hätte ich nicht vorher abmachen können, wäre ich besser rangekommen. Scheißding, Aber geht. Das ist nur die Oberfläche. Ja, super. Okay, das ist cool. Ja, das siehst du, das Loch hat alles verursacht. Ja. Genau da. Ja, gut. Ja, viel zu tun. Aber das finde ich okay. Also ich hatte jetzt gedacht, dass hier schon eigentlich eine Durchrostung besteht. Aber einfach sauber machen, einsprühen, fertig. Hier ist die zweite. Ja. Genau. Du stehst da und denkst, undifferenziert. Und dann denkst du, jo, und weil die halt irgendwie so Pferde sind, dann haben die auch so eine Auto gekauft. Das ist auch die Anhänger, das ist natürlich. Okay, die Scheiße ist, ja, so wie ich dachte. Thank you.
Okay. Ah, und da versteckt sich noch einer dahinter. Na gut, aber hier sieht man schon. Ja. Diese Stelle ist genau der gleiche. Aber vielleicht reicht hier tatsächlich das dünne. So, ich habe mal die auf dieser Seite Kotflügel abgemacht und wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was rausgerissen. Hier kommt schon was runter. Hier fehlt ein Stück Blech. Hier vorne ist ein kleines Loch. Hier vorne bildet sich schon was. Hier sieht es noch eigentlich gut aus. Und der Rest sieht eigentlich super aus. Aber ich muss nicht das komplette Ding wegschneiden und ersetzen, so wie auf der anderen Seite. Das ist schon mal um einiges geiler. Ja, noch ein bisschen Arbeit brauchen wir, aber das wird gut. Das wird ein echt ein schönes, schönes Projekt. Ich finde es ganz geil. Also, falls sich jemand fragt, was ich mit dem Buchanka mache, weil das werde ich ziemlich oft letzte Zeit gefragt. Der Buchanki ist aktuell da, macht eine Winterpause. Also, der wird auf jeden Fall in der Familie bleiben, der kommt nicht weg. Aber aktuell beschäftigen wir uns einfach mit diesem wunderschönen, dicken Fred.